Das wird jetzt ein kurzes und knackiges Video, denn so viel gibt's zu Acronis True Image jetzt auch nicht mehr zu sagen. Mehr dazu nach dem Intro. Acronis True Image ist so ein bisschen der Dinosaurier unter den Backup-Softwaren. Erstens ist es mittlerweile ziemlich aufgeblähte Software geworden, also ziemlich groß, und gleichzeitig ist sie auch ziemlich alt, also ziemlich lange am Markt schon. Das kann ja auch ein Vorteil sein. Kommen wir mal so ein bisschen zu dem Außenrum, was mich so ein bisschen gestört hat. Am Anfang muss man sich anmelden. Ohne ein Online-Konto kann man diese normale Version, die man als Endkunde kaufen kann, nicht benutzen. Also man hat quasi einen Online-Zwang. Das finde ich etwas schade, aber das ist ja leider mittlerweile der Standard bei vielen Softwarelösungen. Was mir dann wiederum gut gefallen hat, ist die Ersteinrichtung. Acronis True Image ist immerhin so schlau und sagt, naja, ich nehme einfach mal die ganze Festplatte C mit. Das finde ich auch völlig in Ordnung, denn das Gegenbeispiel ist einfach die Windows-Datei-Versionsverlaufssicherung, die einfach mal wahllos irgendwelche Ordner auslässt. Speicherplatz kostet ja heute auch nicht mehr viel, von daher gibt es da auch nicht viel zu meckern. Nach der initialen Einrichtung bekommt man das Angebot, dass man so ein Survival-Kit erstellen kann. Ja, kann man machen, aber ich hau mein Windows eh neu drauf, wenn ich recovern muss, und dann kann ich auch einfach wieder True Image installieren und komme auch an das Backup ran. Gut gefallen hat mir auch natürlich, dass Standardfunktionen wie Versionierung und Verschlüsselung selbstverständlich einfach dabei sind bei dem Programm. Vorhin habe ich ja schon gesagt, das ganze Ding ist ein bisschen aufgebläht. Also mir hat nicht gefallen, dass man zum Beispiel unter Extras irgendwelchen unnützen Mist findet, den man hier wie in so einem App Store dann quasi installieren könnte. Das lassen wir natürlich einmal weg. Positiv anzumerken ist jetzt hier auch noch, dass man mit der Premium-Version 1 TB Cloud-Speicher bekommt. Das finde ich eine gute Idee. Man kann die Backups ja verschlüsseln, von daher habe ich da wenig Schmerzen, Backups in die Cloud zu machen. Und sollte zu Hause mal irgendwas passieren, kommt man immer noch an seine Daten ran. Wo Acronis auf jeden Fall Boden gut gemacht hat, ist die Warnung bei fehlgeschlagenen Backups. Da bekommt man jetzt über die Standard Windows-Notifikationsfunktion endlich mal eine Meldung, wenn das Backup fehlgeschlagen ist oder wenn man zum Beispiel mal seine Festplatte anschließen sollte, wenn die nicht angeschlossen ist und deshalb das Backup nicht funktioniert hat. Das hat bei meinem letzten Test nämlich nicht geklappt, bei dem hat es jetzt geklappt. Was ich wiederum so semi finde, aber da muss ich auch zugeben, das ist ein bisschen Geschmackssache, bei dem Teil ist jetzt eine Active Protection dabei. Das heißt, das Ding spielt sich jetzt als Virenschutz auf und mir ist nicht so ganz klar, wird jetzt da der Windows Defender deaktiviert und alles wird jetzt übernommen von der Active Protection von Acronis, oder handelt es sich hier nur um einen Ransomware-Schutz? Ich kann auf der einen Seite verstehen, wenn ein Backup-Hersteller sagt, wir schützen unsere Backups natürlich auch gegen Ransomware, weil der natürliche Feind der Ransomware ist ja das Backup. Angeblich soll auch die Ransomware Protection von Acronis der von dem Windows Defender deutlich überlegen sein. Ja, das mag alles sein, aber für meinen Geschmack ist das ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil wenn man mal einfach hier in den Task Manager schaut, dann sieht man, wie mächtig und groß mittlerweile Acronis ist. Also ich zähle hier unzählige Prozesse, die irgendwie von Acronis kommen. Allerdings wollte ich da ja nur ein Backup machen. Im Grunde muss da kein einziger Prozess laufen oder vielleicht einer. Das Scheduling kann man im Windows Task Scheduler abhandeln. Da bräuchte ich jetzt nicht unbedingt hier quasi noch einen extra Scheduler und dies und das hier am Laufen im Task Manager. Also ich finde, wenn man halt diese Backup-Lösung installiert, muss man sich halt im Klaren sein, dass da auf einmal ganze Menge Prozesse rumschwirren auf dem PC. Aber die helfen fürs Backup an sich jetzt erstmal nicht weiter. Oder sagen wir so, sind nicht unbedingt notwendig. Ja, was ist aber insgesamt zu sagen? Naja, wer damit leben kann, dass halt Acronis sich doch etwas ins System reinwanzt mit seiner Ransomware Protection, und wer mit dem Online-Kontozwang erleben kann, der bekommt insgesamt ein interessantes Softwarepaket. Man bekommt 1 TB Cloud-Speicher, es sind alle Funktionen, die ich mir wünsche von der Backup-Software, also Verschlüsselung, Komprimierung und natürlich Versionierung. Die Wiederherstellung sollte im Normalfall auch kein Problem sein. Um ehrlich zu sein, das wird jetzt nicht mein Favorit an Backup-Software sein, aber wenn ihr euch umschaut nach einer gut zu bedienenden Backup-Software, die auch noch ein Backup Offsite anbietet, also in der Cloud, dann seid ihr wahrscheinlich mit Acronis gar nicht mal so falsch unterwegs.